so wie sie ist, aufgeben. Wir werden hier nichts gewinnen können. Ey, das ist eine Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich... Ich aber bin noch Bock auf das Spiel habe, weil... Ich meine, ich bin super lang. Die Story finde ich auch echt super interessant eigentlich, aber... Super Bock schwer. Hm. Ich meine, wie interessiert es euch, wenn ich jetzt hier dreimal am selben... Ja, kann man gleich neu starten. Halt neu starten. Ja, ja. Wie interessiert euch das, wenn ich jetzt hier 50 Mal an einem Brett hänge? Das ist dann auch schon langweilig. So ein Scheiße. Ist nichts, ne? Ja gut. Erste Ecke ist frei. Und schon wieder diese mega Scheiße. Jetzt sieht es nicht mehr schlecht aus. Die haben sich alle in dieser einen Ecke. Jetzt, breit gemacht. Und die Ecke haben wir jetzt vollständig schon geklärt. Das ist halt jetzt so ein kleiner Vorteil, den wir haben. Wir müssen halt nicht mehr die Tinten anders reißen. Hier noch machen. Wir haben noch zwei Bonuspunkte. Das sieht sehr gut aus. Das ist gar nichts. Wir haben drei Bonuspunkte. Das Feld kriegen wir wahrscheinlich. Das Ding sehen wir jetzt hier. So, wir haben jetzt vier Bonuspunkte, ich glaube, damit haben wir das geschafft. Was für eine Runde, ey! Das gibt's gar nicht. So ein Rotz. Gekämpft wie die Tiger. Und jetzt hier am Ende. Eine Scheiße noch. Ja, super einfach jetzt. Dieses Museum ist mein Lieblingsort auf der ganzen Welt. Ich bin zwar jung, aber schon ziemlich weit rumgekommen. Jedenfalls weiter als du mit deinem Segel, Tuch, Beutel und deinem ausgelatschten Stiefeln. Immerhin bin ich der Urgroßneffe eines sehr bekannten Forschers und ich bin in der Lage, völlig uneingeschränkt zu reisen, wann immer ich will. Ja, toll. Schön. Kannst dich freuen. So. Hallo. So, machen wir das hier noch und hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Und ansonsten machen wir dann noch Schlussi für heute. Sauber.
diesmal sieht es nicht mal so schlecht aus. So, diesmal sieht es eigentlich echt gut aus wieder. So, uns fehlt jetzt hier hinten der eine noch. Den können wir im Notfall drucken. Was fehlt uns denn noch? Toll. Wir müssen einen Sonderpunkt an einen Sonderpunkt zu bekommen. Nein, egal. Dann habe ich deswegen das jetzt benutzt. Und wir hinten gleich noch eine Münze hinterher. Da wo schwierig ist, fällt sie runter. Ne, Quark, aber wir könnten das hier benutzen. Fällt die runter. Das war gut. Hatte viel mit Glück zu tun. Definitiv. Das ging jetzt so schnell. Okay, warte. Als Ursprung. Urgroßdingsbums von Juan Carlo de Techer bin ich fast ein Experte im Entziffern von ästhetischen Motiven antiker Völker. So sagen jedenfalls meine Professoren. Ich studiere Design. Momentan bin ich verrückt nach Chanel. Zu dumm, dass die alten Azteken nicht von ihr eingekleidet wurden. Lendenschürze? Pfui, Spinne. Das ist eigentlich cool voll. Ja, okay, schwarz-weiß, jetzt sogar noch Mittelalter oder was. Ich brauche hier oben noch einen Teil von der alten. So. Gut, jetzt mal weiter. Sehe ich schon hier. Das ist ein definitiv Problem, wenn wir erstmal zugedrückt sind. Irgendwie vermisse ich diese einfach und immer wieder mehr Spaß gemacht. So, wir haben zwei Bonuspunkte. Wir wollen nämlich langsam mal anfangen nachzudenken. Bisher war es ja nur zielloses Herumgeschiebe. Also ziellos nicht, aber war halt wichtiger erstmal ein paar goldene Felder hier zu machen. Allzu viel.
sind es 1, 2, 3. Okay, wir können das. Das geht schon wieder so schnell. Was ist denn da los? Warum haben wir vorhin an dem so gekämpft? Top. Super. Punkte ohne Ende wiederbekommen. Was machst du hier? Ich untersuche diese uralten Textilien, kann mir aber nicht vorstellen, dass sie für einen Normalbürger wie dich von Interesse sein können. Wusstest du, dass im British Museum tausende Exemplare seltener Seide, Baumwolle und Wolle aus aller Welt ausgestellt sind? Was denn ist denn jetzt hier? Also, eins machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Und wenn das wieder so schnell geht, dann können wir auch noch das letzte machen. Kann man nämlich Steine einsetzen. Falls man denn für die Frau den Stein kriegen, was wir ja eigentlich müssten. Achtung, los! Ja, ich wollte mehr Stress machen. So, ich glaube die Technik, mit wir koordinieren diese ganze Müllkurs in einer Ecke, ist echt nicht schlecht. Und erinnert, wie gesagt, immer gucken, ob man da gerade einen Dings holen kann, eine Münze. Gefällt. Kann man noch ein Bonuspunkt holen. Ich meine, das ist zum Beispiel so jetzt. Ja, hier gibt es nichts anderes als das. Super. Dann nehme ich noch sogar das. Lohnt sich das? Ich glaube nämlich nicht.